Tada, da ist sie. Wieder, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall, da ist sie erstmal. Und es gibt ein Beuteschminki, den Haul dazu werde ich dann nachdrehen, aber ich wollte mich ganz gerne, wenn schon, geschminkt vor die Kamera setzen und deswegen machen wir jetzt ein Schminki. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. So, draußen ist es grisselig, es ist der 27.3., bald ist Ostern, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich denke, alles andere machen wir nebenher. Danke all denen, die mir die treu gehalten haben. Finde ich super. Und hallo. wir fangen an, denke ich mal. Gestern hatte Mutti Bock zum Bummeln. Und habe meinen Mann eingesteckt und bin nach Lübeck gefahren. Und ich hatte noch einen Gutschein, dachte ich, für ein Pröbchen. Ich bin da so gelistet und da bekommt man hin und wieder mal Post und dann steht da, holen Sie sich Ihr Pröbchen ab und das wollte ich machen. Dieser Gutschein war allerdings schon ein bisschen älter und war alles jedenfalls sehr lustig und ich bekam dann das Pröbchen trotzdem, beziehungsweise wollte ich das dann gar nicht haben, weil ich den Duft gar nicht mochte mit dem Mal und so entwickelte sich das alles und wurde sehr lustig. Zeitgleich hatte ich von dieser Parfümerie Schuback, die es hier oben gibt im Norden, einen kleinen Prospekt bekommen und den hatte sich Menne unter den Nagel gerissen, das wusste ich aber gar nicht. Und er sagte plötzlich, Mensch, hier gab es auch so Prozente. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Gutscheine. Ja doch, warte mal, ich spreche mal mit ihr da, mit der jungen Dame. Und dann sagt sie, ja, Sie haben recht, gibt eine Gutscheinaktion, wenn Sie auf 200 Euro kommen, dann kriegen Sie 40 Euro Rabatt. Ja, ich dachte erst nämlich Prozent. Prozent wäre eigentlich besser gewesen in unserem Fall, wenn ich mir das so angucke. Und langer Rede, kurzer Sinn, er hat dann zwei Düfte gefunden und sagte dann, komm, jetzt müssen wir auf 200 Euro kommen, hau rein. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und ich habe immer noch keine, ach, das erzähle ich euch alles nachher. Jedenfalls habe ich dekorative Kosmetik und ein paar Düfte gekauft. Mit der dekorativen Kosmetik habe ich gedacht, fangen wir jetzt an. Wie gesagt, ich will mich schminken. Theoretisch hätte ich mich jetzt einmal erstmal einsprühen können, das machen wir aber vermutlicherweise auch im Video zusammen. Das ist ein Selbstbräuner-Spray und meine Friseurin hatte mir das empfohlen, beziehungsweise von der Firma Mark Inbain. Scheint aber identisch zu sein, denn auch diese hier wird angeboten mit einem Handschuh zusammen und soll nach Auftrag beim Föhn eingesprüht werden und getrocknet werden und so weiter. Und hat bei mir, die Friseurin hat das bei mir ausprobiert, hat bei mir ein ganz, ganz tolles Ergebnis gehabt, also von Mark Inbain. Und das stand immer schon auf meiner Wunschliste und das fiel mir aber erst nachher ein, als ich schon ein Mascara und sowas hatte. Und da sagte dann irgendwann Menne, er bekam dann auch ein Säckchen, er sagte irgendwann, komm hier, lass laufen, mach mal so, ne, hau mal rein und hau rein ist Tango. Und das hat Mutti dann einfach mal gemacht, weil so eine Gelegenheit gibt es natürlich nicht so häufig. Ja, und dabei habe ich dann noch jemanden ganz Interessanten kennengelernt. Ich werde euch die junge Dame verlinken. Ist im Moment auf Instagram aktiv und das ist die liebe Martina. Und ich muss ablesen, weil wir uns nämlich eigentlich gar nicht richtig vorgestellt hatten. Wir waren nur am Schnattern, 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 Schnattern. Und das war so das Gefühl, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Sie möchte auch einen YouTube-Kanal machen. Und vielleicht taucht man auch mal gemeinsam auf, mal schauen. Wobei ich eher die Variante Aldi bin und sie eher so Wolfskin. Also sie macht das richtig professionell und ich werde mich nicht ändern. Ich habe über 400 Videos hier gemacht und ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich kann mich nicht verrenken und das bin eher ich hier in meinem immer noch nicht renovierten Badezimmer. Aber die Gespräche laufen inzwischen für den Fliesenleger. Ja, und das heißt, dass sich da auch irgendwann mal was tun sollte. Tja, und dann fangen wir an. Ich habe eine Foundation empfohlen bekommen. Ich wurde also auch geschminkt. Ich glaube, dass die junge Dame Julie hieß, aber ich weiß es nicht genau, deswegen sage ich jetzt immer die junge Dame. Und es wurde alles so durcheinander und dann, was fehlt mir noch? Und ach ja, Make-up wäre ja auch noch ganz schön und sowas. Also einmal habe ich ein Pröbchen mitbekommen, das ich aber erstmal für mich teste. Ich würde jetzt ganz gerne das hier ausprobieren, da habe ich zugegriffen. Das ist ein Chubby Stick von Clinique und zwar in der Farbe Chamois Capacious, Capacious 07. Gibt es das auch irgendwo? Ne? Capacious. Gut. Was zum Öffnen? Ah, ich bin überhaupt nicht, ich kann das alles gar nicht mehr. Ich glaube, ich war jetzt 2 Jahre nicht online, oder? Tja,
Der sieht so aus. Ich denke mal, die eine oder andere kennen den sicherlich. Ich kannte ihn jetzt noch nicht großartig, außer eben hier von Facebook. Sieht mir ein bisschen pastös aus, war aber verblendet jetzt gar nicht mal so schlecht und hat gestern im Laden auch meine blauen Adern abgedeckt. Und das fand ich jetzt relativ überzeugend, denn ich schmink mich nicht mehr so, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Es haben sich schon ein paar Sachen in den letzten 2 Jahren so rausgestellt, die ich verändert habe. Ich mache es jetzt nur wirklich nur noch partiell, damit sich nichts mehr in den Nasolabialfalte absetzt. Gehe auf meine roten Punkte, im Idealfall noch auf die Äderchen und sowas und versuche das darüber. Das Zugeklatschte ist nicht mehr so meins. Sah ja dann doch immer sehr maskenhaft aus, wobei ich auch ein super Make-up entdeckt habe, aber das darf ich jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnen, weil das bloß 3 Euro kostet. Aber da, irgendwann gibt es dann auch mal die Empfehlungen und dann machen wir da weiter. So, jetzt suche ich einmal meinen, immer noch meinen Stylicious. Steffi, ich weiß nicht, ob du zuguckst, aber im täglichen Gebrauch und immer noch super. Ne? Also gerade noch von gestern und sowas, man wäscht sie ja nicht täglich. Und wir fangen mal an. Und die Kamera ist immer noch die alte, sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen. Ich glaube, wenn die Cam irgendwann kaputt ist, dann mache ich wirklich keine Videos mehr, weil wir sind einfach ein Team. So. Und dann wollen wir mal schauen. Der Chubby Stick kostet, werdet ihr dann auch im Haul nochmal sehen, ich glaube 27,99. So. Lippenstifte sind dabei. Bronzer, Highlighter, Duft, ein Lipgloss, 2 Mascaras, wobei ich jetzt gleich die eine hochwertige ausprobieren werde, die ich absolut interessant finde. Ich muss auch sagen, dass ich auch in den 2 Jahren, ich habe nicht mehr so geheult wie früher, weil ich natürlich sehr viel hatte, das könnt ihr euch vorstellen. Da muss ich wohl mit arbeiten lernen. Jetzt im Moment bin ich noch nicht so ganz happy damit, muss ich sagen. Aber vielleicht müssen wir uns erstmal aneinander gewöhnen. Vor allen Dingen Mascaras habe ich geholt, wie wild. Ansonsten hat sich nicht so furchtbar viel getan, so 2, 3 Lippenstifte dazugekommen und sowas. Ja, kann ich nochmal, wenn das jetzt wirklich wieder anlaufen sollte, gerne mal ein Video zu machen. Und schauen wir. So, das ist jetzt der Chubby Stick in der coolen Farbe. Deckt das ab soweit. Ist im Moment nicht so meine Farbe, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen in der Farbe vergriffen. Das ist in einem Einkaufscenter, das ist im City Park. Und oh, da ist das ja immer nicht so dolle mit dem Licht. Naja, machen wir mal weiter. Ist im Moment gerade suboptimal, würde ich sagen. Natürlich muss da ein Lip Liner mit, ihr wisst, Sunny ist nichts ohne ihre geliebten Lip Liner. Ich habe sie aber noch nicht ausgepackt und da habe ich gefragt nach denen, die am meisten halten oder am längsten halten. Und da habe ich mich überzeugen lassen von Art Deco. Einmal in der Farbe 92 und einmal in 18. Hätte ich natürlich auch schon aufmachen können, aber naja, dann machen wir das jetzt mal ganz fix. Chubby Stick in the Nude Captious Cream Chamois. Naja. Ich weiß gar nicht, kann man, auch wenn man sich in der Farbe vergriffen hat, sowas da unter Umständen umtauschen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Naja, Frage ist es allemal wert. Oh, die sind gut verpackt. Dann nehme ich mal direkt den dunkleren, weil ich denke mal, dass der dunklere jetzt der ist, den ich benutzen werde. An diejenigen, die neu dazukommen, ja, meine Videos sind lang. Meine Videos sind nicht professionell, aber so habe ich es in den ganzen Jahren gehalten und inzwischen gibt es ja einige andere Ü40-Kanäle. Ich gehöre dazu der ersten Generation, die sich noch über Mami 40 Plus da so reingefunden hat. Schöne Grüße an dieser Stelle an Betty und an Moldavid. Moldavid ist schwanger, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Ich gehöre noch zu den Zuschauern. Ich würde sagen, unter den ersten 500 Abonnenten war ich und ich glaube, sie ist inzwischen weit über 20.000. Meine allerherzlichsten Glückwünsche an dieser Stelle, meine Süße. Ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt ist. Ich habe nämlich auch gar nicht mehr geguckt jetzt in den ganzen